Da war ziemlich schnell Schluss mit lustig. Die Polizei hat jetzt schon wieder eine illegale Rave-Party gestoppt. Diesmal in einer Lagerhalle in der Perfekter Straße in Liesing. Bei dröhnender Musik waren rund 150 Partygäste gerade beim Feiern, als die Polizei gegen Mitternacht den Rave auflöst. Anders als bei einer ähnlichen Veranstaltung vor einer Woche ist die Räumung hier ohne Zwischenfälle verlaufen. Alle Personen haben die Halle ohne Widerstand verlassen. Wer steckt eigentlich hinter diesen illegalen Veranstaltungen, die ein- bis zweimal pro Jahr in Wien stattfinden? Und warum ist es für die Polizei so schwer, an die Organisatoren zu kommen? Katharina Weinmann hat einen Szenekenner getroffen, der auch beim Rave vor einer Woche in Simmering dabei war. Dass ein illegales Rave von der Polizei tatsächlich entdeckt und beendet wird, passiere relativ selten, erzählt ein Kenner der Szene, der nicht erkannt werden möchte. Er ist auch bei jener Freetech-Party in Simmering gewesen, die von den Einsatzkräften aufgelöst wird. Ja, auf einen Schlag war die Musik aus und der Strom überhaupt. Die Polizei hat offenbar das Stromaggregat abgesteckt oder ausgeschalten. Und die Menge ist laut geworden und wollte, dass die Musik weitergeht. Dann habe ich mich nach einer Weile Beobachtung entschlossen zu gehen. Ich habe den Eindruck gehabt, dass die Polizei die Leute gehen lässt. Außerhalb von Wien, in Ostösterreich, wird fast jedes Wochenende ein illegales Rave veranstaltet. Also nicht angemeldet und nicht vom Grundeigentümer erlaubt. Innerhalb der Stadt alle ein bis zwei Monate. Aber die Saison hat gerade erst begonnen und geht bis April, so der Insider, weiter. Also in Wien finden die Partys natürlich eher in leerstehenden Industriearealen statt oder Gewerbearealen. Tendenziell Stadtrand oder was auch schon passiert ist im Zollamt, in der Landstraße. Das sind dann schon die zentraleren Sachen. Neben dem ehemaligen Firmengelände in Simmering sei auch Liesing und die Donaustadt bei den Veranstaltern, die sich Soundsysteme nennen, beliebt. Aktuell versucht die Polizei noch herauszufinden, wer das Rave in der Heidestraße organisiert hat. Die Suche nach einem gewissen Dave läuft. Momentan ist es nach wie vor so, dass wir eigentlich nur einen Namen bzw. einen Spitznamen vom Veranstalter selbst haben. Die Ermittlungen selbst gehen auch in diese Richtung. Das heißt, hier wird jetzt versucht, über den Namen, über gewisse Kontakte dementsprechend mehr zu eruieren und natürlich auch über die Musikanlage, die sich ja nach wie vor noch in der Halle befindet. Das ist immer ein Kollektiv, das sowas organisieren. Da stehen viele Leute dahinter, die zusammenarbeiten. Die Szene sei außerdem gut vernetzt und nur schwer ausfindig zu machen, da Freetech-Partys nie im Internet angekündigt werden. Grundsätzlich erfährt man dadurch durch Mundpropaganda im Freundes- und Bekanntenkreis. Und man erfährt oft erst am selben Abend, wo ein illegales Rave stattfindet, erklärt der Szenekenner am Schluss noch. Die Hallen in der Heidestraße werden es demnächst aber wohl eher nicht sein. Spannende Einblicke.